So, ja, endlich geht's los. Die Teams sind ready. Restart ist erfolgt. Also auf geht's in die Knife hier zwischen Mausputz und Wild 4 Esports e.V. bei Planet GD. Längster Name der EPS. Und sprengt auch fast hier den Rahmen des Overlays. So, denkbar schlechter Start für Maus, aber die Knife ist sowas von unwichtig. Somit die Knife an das Team rund um Venom. Und Maus muss als Terror starten. Wer hier vorhin aufgepasst hat und sowieso ein bisschen Maus verfolgt, weiß, die sind im Bootcamp. Sieht man hier auch am Ping. Spielen also alle gerade aus dem Bootcamp-Raum. Aus dem Faculty-Vereinsheim in Köln. Und ja, werden dann das nächste Spiel gegen 3D Max natürlich auch noch da spielen, sind noch bis morgen früh im Bootcamp, um hier wirklich weiterzukommen im Team, um sich weiterzuentwickeln, um dann möglichst top vorbereitet auf die Copenhagen Games zu fahren. So, also ab in die Pistole. Und was riskiert direkt was? Ziel in der falschen Mitte. Mit einem ganz netten Smoke. Da auch nur zu zweit. Ah. Boah. Zuckiger, sahniger Headshot von Nuki. Trouble auch noch Banane die Kontrolle. Und Jensen allein am A. Maus eher am A-Kontakten. Trouble zeigt der B noch ein bisschen Präsenz. Und da sind drei Leute. Mal sehen, ob sie jetzt einen nehmen. Werden sie eigentlich gut daran beraten. Aber Maus ist schon relativ weit oben. Boah, schlechtes Timing. Und sie riechen den Braten, gehen jetzt über Häs. Und Jensen move da sehr gut durch. Das wird noch eine richtig spannende Runde. Jensens Posi ist unbekannt. Von hinten konnte jetzt schon der Frag gesetzt werden. Sandkasten immer noch drin. Bombe wird auf Spot gelegt. Jensen konnte jetzt einen machen aus dem Haus. Boah, zweiten Ruine auch gemacht. Nur noch Nuki am Spot. Ne, nicht am Spot, an der Action. Boah, kriegt auch Headshot von Gerdes. Das krasse Pistol von Wasp. Trotz First Track für Maus. Da waren sie selbst überrascht. Da haben sie mit dem Laufweg über Hess quasi sich selbst Jensen in den Rücken gedrängt. Zumal Sandkasten auch noch einer war. Von daher haben sie wohl nicht damit gerechnet, dass nach einer Action dann von hinten kommt. Aber wenigstens Minimalziel Bombe gelegt. Von daher alles noch im grünen Bereich. So, wie sieht hier die Eco-Aufstellung aus? Und eine Flash für Maus. Maus hat schon gespottet. Boah, kassiert Headshot. Fällt jetzt auch. Action an der Kante. Zwei Leute dort, wenn gut von Glock attackiert. Ah, leider nicht gut genug. Haben doch gar nicht so viel Schaden gefangen. So, eigentlich müsste man kaufen. Macht man auch. Natürlich relativ wenig Equipment jetzt. Smoke Flashes. Da sieht man direkt, was hier für Granaten priorisiert werden. HE ist sowieso ziemlich useless und kann man eigentlich gut und gerne darauf verzichten, außer man hat eine Taktik, die darauf aufbaut. So, Trouble räumt da Banane schon mal auf. Maus will da direkt den nächsten Frag. Pushen direkt hinterher. Oh, Kerrigan. Sieht ihn da. Carpio. Boah, kann er jetzt machen. Sehr schön Spot eingenommen. Sehr schönes Gas von Maus direkt hinterher. Aber der eine vom Seitengang versucht gerade die Runde noch zu entscheiden. Kann leider keinen killen. Konnte sie nur low schießen. Der Retake komplett über Base. Also nur noch zwei und sie gehen safe gegen vier. Aber wenn sie wüssten, wie viel HP da Aprox hat. Kerrigan wäre mit zwei, drei Schüssen tot. Nuki auch.
Aber sie entscheiden sich direkt zu sparen und Maus gewinnt die erste Equipped Round mit nur einem Mann Verlust. Wichtiger First Strike von Trouble und dann direkt hinterher. Auch Wasp hat eigentlich ganz gut geschoben. Verstehe nicht ganz, warum da keine Fläche in den Hof kam. Achso. Ah, wenn, dann wusste da nicht mal, wo sie sind. Ah, wie gesagt, sind im Faculty Vereinsheim in Köln. Und wie man an den Pings sieht, mit einer netten Anbindung. Bilder vom Bootcamp gibt es übrigens auch auf der Mausseite, mausboots.de. Da in den News, da ist die Galerie verlinkt. Ist natürlich ein bisschen eigenartig, wenn man dann so die Bilder durchklickt und vor allem oben den Faculty-Banner sieht. So, Mitte ging's hoch, Frack gefallen. The Has direkt der Go. So, was jetzt nach zwei Seiten die Probleme? Oh, Kerrigan räumt da gut auf, macht da sogar alle drei. Toll jetzt auch noch im Dingserfolg. Ja, als systemmäßig sieht das schon mal solide aus. Kann ich den First Wing mitbekommen? Kerrigan super schnell gesetzt. Was hat er auch eben nochmal zugekauft, was ging. Müssen jetzt aber in die Eco. Somit gute Chancen für Maus, sich direkt die Führung wieder zu schnappen. Das ist sehr gut, so Dirty. Faculty hat im Verein seine Kameras versteckt. Das ist ja sehr krass. Mit Taktiken. Sich abschaut. Taktisch. Wow, irgendwie war da blind. Schöne Bananeeinnahme. Boah, krasse Shots von Kafkas. Das war fahrlässig von Maus. Dort in so, einen Flash-Move reinzulaufen. Haben wir aber noch genügend HP, um das hier. Ah, nee, Sonics bekommen. Apox muss richten. Boah, kriegt sie nicht kaputt. Gib mir das Low, Venom Low. Oh Gott. Maus geht hier nicht in Führung. Was behält sie? Oder holt sie sich zurück? Und das an der Eco mit einer schönen Bananeeinnahme. Kafkas da die wichtigen Fracks gesetzt. Bitter, dass Nuki da blind geworden ist. Maus hat immer Geld. Kerrigan geht direkt auf Aave. Schauli, da so ein kleiner Asmo, der hat ja auch immer Banane. Relativ früh rein, aber Trouble spielt das defensiver. Boah. Da ist einfach mal falsche Mitte gekillt. Von Jensen, der hat einfach mal zwei macht. Wahrscheinlich Haus runter gepusht. Und die sind so schnell hintereinander gefallen. Sie, glaube ich, auch hintereinander. Boah, da stehen sie komplett auf dem Haufen. Oh Mann. Einfach so ein random Move von Jensen und der geht hier auf. So, mit viel HP. Vielleicht sogar noch möglich, wenn sie auf den Spot kommen. Sehr schön von Kerrigan. Kessel jetzt auch gut den Spot ein. Nuki wird aber auch schön abgeflecht. Ach, schade. So, Nuki ist jetzt. Müsste eigentlich sowieso klar sein. 20 Sekunden noch, sieht auch so aus, aber saved. Von daher nächste Runde für Wasp. Ah, durch solche Pushes, durch solche Moves dürfen sie sich einfach nicht aus dem Spiel bringen lassen. Kuscheln da schön gemeinsam. Verschmelzen da zu einem Überterror. Einem Zwillingsterror. Siamesische Terrors. So, bei den Mäusen kein Geld. Nuki nur mit der Waffe. Vielleicht kann er damit was anrichten.
zurück. Also wie gesagt, wer sich darüber wundert, das Radar, das ist wirklich komplett für den Arsch zurzeit. Einfach nicht drauf gucken. So, schön schon mal die Rippen eingenommen. Boxortet im Haus. Also man wollte hier wieder Hess kontakten. Und was bis noch zu zweit am B? Das kann aufgehen. Schöne Flash in die Dachrinne. Über das Dach, damit der Spieler, der unten langläuft, nicht blind wird. Sehr schöne Flash ist auf jeden Fall für Nuki. Oh, schöner Headshot. Leider fallen da nicht genügend Frags, um da wirklich gut auf den Spot drauf zu kommen. Abrox jetzt mit der Waffe. Boah, schön. Beide tot. Das kann man machen, aber Abrox stirbt direkt. Face da direkt gegen Klein. Kleiner Sand. Und stirbt gegen Gerdes. Sonics mit dem ersten. Was Sonics kann machen. Oh, schade. Leicht verendet, war da fast auf dem Kopf. Kafka ist aber weiterhin sehr gut drauf. Vorhin schon die wuschtige. Wichtige Eco geholt. Jetzt auch das 1-on-1. 5:2, somit die Führung für die Wespen. So, Maus sollte sich langsam mal solche Overalls anziehen. Wie nun Imker. Spielen jetzt ihren Standard wieder. Schau, die macht das gut in der Banane. Ist ja eigentlich jedes Duell gewonnen. Haus wird diesmal auch abgeaimt. Da stehen sie auch wieder nicht dumm auf dem Haufen. Aber Kafka ist mit sehr viel Risiko. Benimmt er alleine B, hat aber auch keine Smoke, mit der er irgendwie arbeiten kann. Venom schiebt deswegen auch nochmal rüber. Kafkas geht weg. Schön kommuniziert dort am B. Ganz solide gemacht. Venom schiebt auch rüber. So, Kafka ist jetzt nicht am Spotfly, verstehe ich nicht. Hat jetzt eine ganz blöde Pose. Eigentlich, wenn er da abgesmoked wird, dann kommt Maus da easy aufs Spot. Ah, jetzt schiebt er aufs Spot. Sehr gut gemacht. Venom auch gerade wieder am Schieben, also riechen den Braten hier gerade. Oh, spielen sie den Go, die Smoke liegt. Oh, gute Nate. Y ist bekannt. Oh, schönes Brett von Venom. Oh, Seitengang auch schon da. Kafkas war das, sorry. Venom da auf Seitengang, schön geschoben. Stark von Wasp. Nicht schlecht einfach. Und das trotz First Strike für Maus. Leider den Frag bei Apox nicht gesehen. Wir müssen uns auf jeden Fall nochmal ordentlich in die Trickkiste greifen. Ich bin jetzt auch einen schnelleren Go. Also spawnen jetzt schon ein bisschen um. Passen sich jetzt schon leicht im Spielstil von Wasp an. Boah, was Jensner macht! Wer kann da drei Fricks setzen? Ach du Scheiße. Alter. Aber der, gucken sie auch irgendwie. Also niemand hat ihn auch irgendwie ansatzweise gehittet. Oder doch, 73, aber. Das war nichts. Und 2 gegen 5. Wie sieht es geldmäßig aus? Überhaupt nicht gut. Von daher, das sollte man auf jeden Fall drauf gehen. Schöne Idee, aber es wird sogar eine 5er Runde. Venom macht da beide. Sehr starkes Spiel und Wasp scheint sich gegen stärkere Gegner hier wesentlich leichter zu tun als ja, gegen den Rest in der Liga, gegen den sie bisher gespielt haben. 7:2 schon die Führung. Maus mit Problemen zurzeit. Trotz Bootcamps. Aber wenn man die Spiele von Wasp befolgt hat, so Führungen hatten sie teilweise schon mal und haben es dann nach aus der Hand gegeben. Von daher ist hier noch nichts entschieden. Ich meine, der Mitte-Go an sich war ja schon gar nicht so schlecht. Jensen darf da halt nie im Leben 3 machen. Daher könnte man das durchaus nochmal spielen.
da auch nach einem Haus abstellen. Und dann einfach da noch mit dem Boot durchziehen. Immerhin auch eine ganz erfolgreiche Eco jetzt gespielt. Ah, die Bombe aber nicht. Krass sieht da. Aber 8-2 die Führung. Geld müsste wieder da sein. Jo, locker. Kerrigan sollte da auch legen. Spielt auch direkt wieder auf AWP. Jetzt bin ich gespannt, was die Ansage ist. Kafka ist auch mit da. Das könnte jetzt vielleicht ein bisschen überraschend kommen. Ich habe leider nicht aufgepasst, ob er die letzte Runde schon hatte. Er legt auch direkt Mitte an. Zum Glück verschießen da beide. Banane, also was macht er auch immer sehr früh Druck in der Banane? Jensen wieder unter Laube. Apox da am Tick so. An sich steht was wieder relativ defensiv. In der Mitte haben sie halt so ein kleines Doppel. Der Ausspieler darf halt nicht gegen die Arme reinlaufen. Checken jetzt die Mitte. Boah, an Venom riecht das schon. Geht schon sehr weit weg. Oh, die Nate von Gerdes wird super sitzen, oder? Na, die saß nicht gut. Dann heißt es 40 Sekunden, hat sich wieder sehr lange Zeit gelassen. Aprox wieder, der alleine was macht. Boah, hinter dir an der Säule. Boah, er checkt das nicht. Wird wahrscheinlich nicht sterben. Boah, krass, er überlebt das. Glücklich. Und jetzt ein Goal, sogar eine Fläche über Ruine drüber. Schöner Frag von Nuki. Jetzt muss der Spotspieler fallen. Kerrigan aimt schon Base. Boah, die Smokes behindern Maus gerade eher mehr. Schön von Kerrigan. Jetzt muss der Spotspieler mal sterben. Man weiß, dass er da ist. Nuki hat eigentlich schon gutes Pre-Aim. Boah, er kann echt noch... Ach, er kann echt noch einen machen. Kafka ist auch auf dem Base. Das hat einfach so lange gedauert. Boah, und Sonics wird auch direkt abgeaimt. Er kann es aber noch machen, hat viel HP. Vielleicht sitzt noch. Oh, er Headshot sitzt aber nicht. Und was macht die nächste Runde? Och, krass, ey. Das, obwohl die wichtigen Fracks eigentlich fallen. Base fällt, Seitensgang fällt. Okay, das macht er echt noch einen am Y. Unglaublich. Und dann war auch die Smoke nicht mehr da. Oder ne, Smoke lag sowieso nicht. Aber Kerrigan hat, ich glaube, wahrscheinlich dadurch, dass auf den Spot noch ein Frag gefallen ist, sich weggedreht. Und dann konnte halt Kafkas noch reinmachen mit der Awe. Ah, oh, Mann, ey. Oh, da kommt eine Smoke angeflogen. Also, was gefällt mir ziemlich gut auf Inferno. Spielen die Banane immer sehr aggressiv. Gefällt mir, habe ich so auch noch nie gesehen. Das könnte Maus natürlich... Ja, sehr schön. Sonics macht, riskiert mal was, reagiert da schön drauf. Oh, er sieht den Schatten. Mach ihn. Oh, ja, das hat lang gedauert, aber im Endeffekt noch den Flick gezogen. Und endlich mal ein guter Rundenstart. Alle direkt auch im A. Flash für Apox, der aus dem... damit er aus dem Hausmeister raus kann. So, wo geht's jetzt hin? Richtung A. Das ist eigentlich eine denkbar ungünstige Entscheidung. Und er sieht, dass da alle vier sind. Na, mal gucken. Sie werden hier sehr kontrolliert draufgehen. 40 Sekunden noch. Nuki schiebt jetzt über Haus. Gute Flash gegen Hass. Nochmal abgesmoked. Schön von Kerrigan. Spot muss fallen. Sehr gut, und Taubi. Letzter am Hass, hat doch gerade geschossen, Pose bekannt. Einfach mal auch mal mit drei Mann überleben, damit man sich hier gut legen kann. Und Taubi geht safen, weil er nach blind geht doch. Dritte Equipped Round für die Mäuse. Man muss echt auch nochmal dran erinnern, die haben hier die dritte, warte mal, die fünfte Runde war das, glaube ich. Wo Wasp eine Eco hatte, die haben sie abgegeben. Wenn sie die nicht abgeben, dann sieht es wahrscheinlich auch schon wieder ganz anders aus.
Aber jetzt mit 3 T-Runden. Was kann sich aber locker, locker legen? Es müssen noch 6 Runden werden. Die Frage ist, ob das gerade eine bewusste Ansage war von Nuki, das Sonics einfach mal von der Leine zu lassen und sein Ding da schnell im Haus machen zu lassen, oder ob es wirklich... So, und decken jetzt wieder Def ab. Dolly Banane. Uiuiui. Das war knapp. Schön von Sonics auch komplett im Eck zu stehen. Er wartet da lange. Und Fabi wird wieder weggedrückt. Boah, was? Abox hat sich auch gerade weggedreht und dann kommt er rum. Das ist krasse Timings hier bei Venom. Versuchen jetzt vielleicht noch den B-Split. Fabi nämlich noch Banane. Boah, ein Kafkaster auf dem... Büchern in der Bibo. Die Bombe gehen jetzt B. Da stehen sie aber noch zu zweit. Chubbly hört gerade die Steps. Kann da eigentlich gut mit Aiming rum. Oh, Frick sitzt nicht. Zu viel gebratzt da für meinen Geschmack. Hätte ihn locker, locker haben können. Hört die Steps. Kann gut vor Aim. Oh, und Kafkas macht auch einen perfekten Schuss nach. Also ein sehr krasses Spiel von Kafkas. Venom überzeugt mich auch. Jensen auch mit einer vollen, sehr sauberen Einzelaktion. Also eigentlich 2 Runden. Eine, wo Haus runter ist. Eine, die Aktion da in der Laube. Boah, 10-3. Um. Nicht mal irgendwie B direkt. Immerhin nimmt man relativ zügig jetzt Haus immer ein. So, Flash von Nuki, damit Apox da wieder raus kann. Smoked sich da. Jetzt ist die Flash. Jetzt vielleicht direkt eine Flash nochmal von hinten. Schön, das Eck. Eck checken, bitte. Oh, da guckt da niemand hin, da muss Apox hingucken. Ach, immerhin nochmal gut gegangen. Er ist schon Venom geschoben. Ne, Gerda ist geschoben. So, Kerrigan, wichtigster Mann jetzt gerade. Boah, schöner Schuss. Geht doch. Jetzt schön absmoken. Sonic hat auf Spot. Sehr schöne Smoke für ihn. Kommt somit easy auf Spot mit der Bombe. Sehr schön gespielt. Gutes Teamplay. So muss es aussehen. So, beide CTs noch mit viel HP. Auch viel Equipment noch. Und das könnte böse werden für Aprox. Der steht aber falsch in Mitte. Oh, schöne Flash. Und Sonics macht sich da beide. Boah, legt sich da die Frex zurecht. 10-4. Also, manchmal so ein kleines Funken. Funken-Skill doch zu erkennen. Und mit einem 10-5 kann man die sich noch glücklich schätzen. Hier geht's viel schnell. Ich bin jetzt echt zu dritt und... Trouble spielt aber auch immer jede Runde das gleiche und das macht es natürlich für Kafkas auch leichter, nur die Posi vorzuaimen. Aber gut, er hat bis auf 4 Damage runter, also kann natürlich auch andersrum ausgehen, wie vorhin halt, wo Trouble gut auf 50 HP runtergeschossen wurde. Ich meine, er hat wahrscheinlich auch immer den Futter, ich weiß nicht genau. Wurde halt auch immer ein bisschen blind. Egal. Eigentlich 4 gegen 4, wenn man hier Kafkas HP mal ignoriert. Wichtig von Gerdes, da die Smoke zu verwerfen. Es gibt Maus da mehr Spielraum. So, ist diesmal derjenige, der in Mitte alleine ist. Schiebt die jetzt mit rüber. Und sie stehen uns sehr schön, dass jetzt auch so relativ
zügig der Go kommt. Schöne Flächen von Nuki gegen den defensiven Spieler am Y. Mann, der ist richtig blind. Was? Kann der Gerd mal sterben da bitte? Alter, sie haben immer Probleme gegen Y. Was sieht da aus, Tänzeln? Boah, wichtig von Sonics. Nein. 2-on-1. Sehr, sehr schwer für Nuki. 8 Sekunden noch. Oh, da spielt die Source-Erfahrung rein, da direkt eine gute Pose zum Legen zu finden. Oh, er kriegt den nicht kaputt. 11:4 die Halbzeit hier für Wasp. Was eine Hälfte. Tja, wenn Maus die Pistole nicht holt, dann gute Nacht. Wollen wir mal nicht hoffen, dass das Spiel hier so schnell vorbei ist. Ich bin gespannt. Jetzt diesmal keine Pause. Noch direkt weiter. Wasp hier mit der hohen Führung in die zweite Hälfte. 11 Runden an der Zahl. Spielen hier ein sehr gutes Match. Von Maus darf man zu Recht enttäuscht sein gerade. Decken sich direkt. Boah, nette HE von Sonics. So, zeigen auch B-Präsenz. Maus ansonsten relativ Standard. Ah, die Nade war von Aprox wahrscheinlich. Boah, ein Mini-Mini-Schlitz. Wirklich nur Pixel, Pixelbreite da, nur Crosshair-Breite. So, schön von Kerrigan, die Nade. Nice, schöne Headshot. Die Nade saß auch gut. Boah, macht noch gut. Was macht Aprox da? Da wollte er da irgendwie gegenflächen, aber... Nein, oder? Da war die Kommunikation irgendwie nicht gut. Da wusste Aprox nicht, dass sie schon so weit von sind. Und der Retake wird sowas von schwer. Schöne Posi. Also schönes Pre-Aim. Oh, Alter, ist das krass. Das geht doch schon wieder so mal richtig in die Hose hier. Ja? 12-4. Oh, das tut so weh. Es war ja nicht mal wirklich schlecht, also ging ja gut los. Gute Nade gegen Haus. Kerrigan hat das auch gut gemacht. Die Nade saß, sein Headshot saß. Es war halt nur Aprox, dem da die wichtige Info gefehlt hat, dass sie schon so weit von sind. Also da hat sich am Hess, da war die Absprache einfach gerade nicht perfekt und das hat dann einfach die Runde gekostet. Ich meine, Kerrigan hätte zum Beispiel noch weggehen können oder hätte es halt vorher direkt absprechen müssen, dass sobald Kerrigan da den Kontakt hat, dass Aprox direkt hinter ihn flecht. Ja, vielleicht dann auch die Pose nicht ganz so gut. Vielleicht wäre es besser sogar, wenn Kerrigan in der Bibo ist. Aprox ihn dann vor die Bibo flecht, damit Kerrigan dann einfach nochmal ziehen kann. Ah, schön von Trubel eingemacht. Wer ist der zweite da? Nuki auf Spot. Die Smokes liegen sogar relativ gut. Ah, schade. Nuki muss hier zurückziehen. Wir können es zweit wieder abzielen. Ja, ganz okay bisher. Ah, schön. Oh, da kommt ein Offensiv. Hilf ihm doch. Ah, gut gemacht von Kafkas. Oh, ein Hof. Das ist, oh, schade. Aber sehr schnell Eco. Also auch Maus kann hier relativ solide Ecos spielen. Aber am Ende ist es halt scheißegal. Denn der Zähler steht hier nur bei 4 bei Maus. Wasp. Schon mit der 13. Naja, was heißt ein Maus-Bootcamp viel gebracht? Also, man trainiert dann halt Sachen, die man im PC später, oder man bespricht, sag ich mal, Sachen. Man bespricht sehr viel, studiert viel ein. Das, was man dann zu Hause macht, in den PCWs, da
testet man halt die Sachen und passt sie dann dementsprechend an. Die Phase ist wahr halt noch nicht. Also man wird sich sicherlich sehr viel besprochen. Boah, krasse Shots. Man wird sich sicherlich sehr viel besprochen haben. Ob jetzt Inferno schon dabei war. Ninja hat mir auch gesagt, dass teilweise Maps noch gar nicht besprochen wurden. Das hat man also im Bootcamp nachgeholt. Und ob man sich jetzt hier wirklich explizit nochmal auf das Spiel vorbereitet hat, bezweifle ich mal. Schöner Schuss nochmal von Kerrigan, aber. Nice. Boah. Also Jensen, Top-Verpflichtung hierfür was? Kann man nichts anderes sagen. Macht einen hervorragenden Job. Einige sollten ihn auch noch kennen. Aus der 1-6-Zeit. Aber Maus jetzt mit Rücken zur Wand jetzt. Quasi, ja. Da ist nicht nur eine Pistole auf sie gerichtet, sondern gleich mehrere. Jede Runde hier wichtig für Maus. Trouble direkt mit der offensiven Nate. Oh, das ist nicht der N6 Jensen. Okay. Wusste ich gar nicht. Ganz anderes Spiel irgendwie bei Wasp. Boah, nimmt der Kerrigan gut weg. Nuki aber im Häs mit da, von daher alles noch okay. Das sah nach einem B-Split aus, den man jetzt abbricht und schiebt komplett B. Boah, und Sonic hat dick Kontrolle. Ah, nee, doch nicht. Ist immer noch im Kinderzimmer. Was? Stimmt in der Lane. Muss er wieder Ultrahorn gefangen haben. Hä? Ah, ist Y gegangen. Och, ey. So, gute Flash. Wird auch schön abgedeckt von Kafkas. Also, ich bin echt gut. Kann man nichts anderes sagen. Ist ja nicht so, dass was. Weiß nicht, dass Maus richtig kann. So richtig ekelhaft kacke wäre. Sonst ist es ja auch so, dass Wasp echt gut spielt. Gute Headshots macht. Als seht ihr wirklich auch immer sehr schön verschoben. Also von daher Seite kann man nichts sagen. Aber Maus natürlich schon ein bisschen enttäuschend. Ich hoffe mal nur, dass sie nachher gegen 3D Max. Was es im Anschluss natürlich auch hier bei mir gibt. Dass sie dort im Spiel ein bisschen besser aussehen. Vielleicht doch nicht unbedingt Inferno spielen. Oder gerade deswegen Inferno spielen. Kann man natürlich auch machen. Wenn es halt einmal nicht läuft, dann vielleicht ein bisschen was umstellen. Direkt was testen. Direkt ein bisschen anders versuchen, das Spiel aufzuziehen. Und das in einem offiziellen Spiel machen. Böte sich vielleicht direkt an. So, schieben jetzt auch nochmal komplett weg, aber Apox, nette Posi, Kerrigan spottet auch Mitte. Auf ihn kommt es jetzt an. Apox wird ja lange Zeit nichts machen können, hat dann so eine Art Joker-Posi. Muss halt aufpassen, dass nicht sein Haus noch auseinandergenommen wird. Kerrigan kann noch einen mitnehmen. Oh, auf 1 HP einen runtergeschossen. Komm, auch zwei im Haus, sehr gut. Schön abgegammelt. Jetzt der Go. Auf den Spot. Retake jetzt ganz wichtig. Man weiß, dass Aprox im Haus ist oder halt Hausmeister kommt. Die Smoke liegt noch sehr gut für ihn. Eine Flash noch bei Nuki, Trouble. Flash sollte vielleicht eher in Sandkasten kommen, damit Aprox raus kann. Aber er hat selbst noch eine. Flecht sich dort raus. Trouble schön Spot schon eingenommen. Aprox gerade selbst noch blind. Kann der Frack im großen Sandkasten setzen? Aprox, Trouble. Oh ja, macht ihn, hat ein Kit. Und ob das reicht, das seht ihr, wenn das Licht anbleibt. Und das reicht nicht. Es reicht nicht. Maus wird hier mit 16 zu 4 deklassiert.
Mir fehlen irgendwie die Worte. Hoffen wir mal, dass es gegen 3D Max besser aussieht. In 20